Hey, Uwix, hier zu einer weiteren Folge von DSJ4. Ja, sind wir zurück und ja, heute geht's weiter mit dem Vier-Schanzentournee-Finale hier in Bischofshofen. Und ja, wir sind hier. Wir schauen gut aus. Und ich würde mal sagen, let's go. So, hier sind wir. Das ist unsere Startliste für den ersten Durchgang. Bevor wir starten, wer glaubt ihr gewinnt dieses Jahr? Andreas Wellinger oder Ryoyo Kobayashi? Der ja jetzt mit Innsbruck die Führung quasi übernommen hat. Schreibt mir eure Prediction in die Kommentare. Wir werden sehen, wer gewinnt oder vielleicht doch noch ein Außenseiter, wenn beide einen nicht so guten Sprung leisten. Mal gucken, schreibt es in die Kommentare, wer glaubt, wer gewinnt. Ich werde es mir dann durchlesen und wir werden sehen, wer recht hat. Und deswegen starten wir jetzt mal mit Sergei Kachenko. So, wir haben heute gute Bedingungen teilweise, aber die brauchen wir hier auch. Ist nicht meine stärkste Schanze. Und das wird man heute noch oft genug sehen, denn der Absprung hier ist für mich einer der schwierigsten. Nicht so ganz krass wie die beiden Harachov-Schanzen, wo ich noch eher den Absprung versäume. Aber hier ist es ähnlich. 110,5 Meter mal für Sergei Kachenko an dieser Stelle. Und weiter geht's mit Vitali Kalinitschenko. Ja, ich nehme das vor der Bischofshofen-Qualifikation auf, also kann ich da noch nicht so viel drüber sagen. Aber wir starten hier jetzt mit 135 Meter, was nicht so schlecht ist auf der Schanze. Ja, mittlerweile kann man ja ein bisschen über die 140 hier springen, das war ja lange, lange nicht der Fall. Aber mittlerweile lassen wir die Springer ein bisschen mehr Auslauf, denn der Auslauf ist auch besser geworden über die Jahre. Aber wir werden auch auf jeden Fall hier sehr viele Probleme haben mit dem Absprung. Und hier zwei konstante Sprünge rauszuhauen, wird, glaube ich, hier das Schwierigste werden. Denn ich tue mir echt schwer, wie man gerade merkt. Martin Hammer nur 114,5 Meter. Es hilft wahrscheinlich auch nicht, dass ich ein bisschen müde bin. Habe heute nicht viel geschlafen, hatte den ganzen Vormittag Physiotherapie. Also, naja. Und das kann man auch natürlich noch vergessen, wenn man direkt nach dem Absprung nochmal drückt. Naja gut, wie auch immer, weiter geht's mit Ren Nikaido. In echt wird er besser. Einer der besten, zweitbesten Japaner, glaube ich, im Moment sogar. Hier bisher noch nicht wirklich irgendwas erreicht, aber jetzt 136 Meter. Ist doch okay, Qualifikation scheint doch so gut wie sicher damit. Daniel Andre Kakina jetzt. Ja, auch hier zu spät. Das wird heute noch ein paar Mal passieren, habe ich das Gefühl. Ja, das habe ich echt im Gefühl. 104 Meter. Das kann jederzeit passieren. Ich hoffe nur, dass es ein bisschen weniger wird im Verlaufe jetzt. Weil das ist jetzt ein paar Mal öfters passiert. Hier ist es jetzt auch zu früh gewesen bei Pavel Vasek. Aber da geht dann wenigstens über den K-Punkt zumindest. 129 Meter, Rang 3. Ja, früher ist besser als zu spät hier. Das auf jeden Fall. Arti Aigra darf jetzt runter. Mal gucken, was er hier zusammenbringt. Oder hatte ich, glaube ich, gerade einen Mikroruckler beim Absprung. Passiert. Aber 120 Meter leistet er. Könnte heute reichen, wenn noch ein paar Fehler kommen. Sonst wahrscheinlich im Normalfall eigentlich nicht. Halvor Egner Granerød darf jetzt ran. Ja, der war stark. Ja, und ist damit auch der weiteste. 137,5 Meter jetzt. Das ist die Führung und das ist eine ziemlich gute Weiter. Der nächste, der jetzt runter darf, ist Eric Belshaw. Der US-Amerikaner. Der war auch nicht so verkehrt. Ja, 132,5 Meter. Das ist Rang 4. Da kann man mal applaudieren an der Stelle. Der nächste ist Roman Kudelka. Mal schauen, mal schauen. Was gelingt ihm hier? Auch er kommt schon langsam wieder in Form. 135 Meter. War auch gar nicht so verkehrt in Innsbruck. Also mal gucken, wie es bei ihm wieder geht. Und ja, auch nach fast 3 Jahren. Oder länger sogar. Oder 4 Jahren. Hat es Michael Heiberg wieder mal aufs Podium geschafft. Im Weltcup mit Innsbruck. Und hier auch mal einen guten Sprung mit 137,5 Meter geschafft. Gleiche Weite, gleiche Punkte wie Granerød. Aber aufgrund der Vorreihung der Weltcup-Platzierung ist er jetzt schon mal fix qualifiziert. Muhammad Ali Bedia. Er kommt hier gut weg.
Zwar nicht ganz vorne, aber 133 Meter Rang 6 sollte heute reichen. Sag ich jetzt mal. Der nächste, der jetzt hier bisher immer Pech hatte bei uns, ist Karl Geiger. Auch in echt gerade nicht so gut. Wenn ich mich nicht irre. Ich kann mich natürlich irren, dass jetzt im Moment eher untergeht, aber trotzdem. Auch er 137,5 Meter. 135,5 Punkte. Das scheint ja irgendwie hier ein Trend zu werden gerade. Weiter geht's mit Simon Ammann. Der hier auch den Absprung verpasst. Nur leicht, aber trotzdem geht sich nur 118,5 Meter aus und Rang 12 im Moment. Naja. Kaspari Walter darf der nächste, ist der nächste, der jetzt hier runter darf. Mal gucken, wie es immer geht. Macht zumindest einen halbwegs einen Eindruck. War jetzt nicht der beste Sprung, generell nicht. Aber 127 Meter. Ich würde sagen, das reicht heute. Andrea Camprega. Die Italiener fangen wieder mehr an zu leisten generell. Mal gucken, ob sich der Trend auch hier in das Spiel übersetzt. Ja, schon ein bisschen. 135 Meter, Rang 7. Der Kadin jetzt an der Reihe für die US-Amerikaner, der nächste. Die bauen schon langsam wieder ein Team auf auch. Die US-Amerikaner, da ja McKenzie ja mittlerweile zurückgetreten ist. Ja, der seine Karriere beendet. Da kommt von Kanada nichts mehr, also es ist wieder ein reines Team US im Moment. Auch Matthew Sukop, glaube ich, hat aufgehört. Und ich glaube, die Kanadier haben nur mehr einen Nachwuchsspringer, der glaube ich 16 ist oder so. Und der spielt im springt im FIS Cup mit, aber spielt im Moment noch keine Rolle. Mal gucken, vielleicht kommt da noch mal irgendwas mal von der Seite. Aber im Moment reines US-Team dann dadurch wieder. Ja, 137 Meter waren es hier für Giovanni Presadola, ja, der ist jetzt in Führung mit einem Punkt mehr sogar. Also nicht schlecht. Weiter geht's mit Timmy Zeitsch. Ist auch in echt besser als hier. Scheint hier auch einen extrem guten Sprung erwischt zu haben. 138 Meter, das ist wiederum erneut die Führung, denn der Sprung war auch notentechnisch sehr, sehr stark. Das war der beste Sprung, den wir jetzt bisher gesehen haben. Weiter geht's mit Nico Kütersauer. Ja, heute sowieso ein bisschen wahrscheinlich eine längere Folge, da auch der Anlauf sehr lange ist hier. Sehr lang gezogen, flach und lang gezogen. Sehr eigene Schanze, sag ich mal. Wenn man mal den Absprung erwischt, sehr, sehr zufriedenstellend, sonst halt sehr, sehr frustrierend. 131,5 Meter, Rang 12. Nächster Springer ist jetzt David Kubacki. Ja, der war auch nicht wirklich gut. Der war ins Gesicht. 133,5 Meter. Ja, das ist die Weite. Andrew Urlaub. Was zeigt er hier uns jetzt? Ja, nee. Schwierig. Aber wer weiß, vielleicht reicht es heute alles. Rang 14 jetzt mal hier. Schaut auf jeden Fall auf guten Kurs aus tatsächlich, da man hier dann doch mit einer Leistungsabfall ein bisschen mehr rechnen kann, da die Chance sehr, sehr streut, sobald man einen klitzekleinen Fehler macht. Foubert auch relativ stark trotzdem. 135 Meter, das ist Rang 7. Nächster Springer ist Kilian Payer. Was kann der Schweizer hier uns unter Beweis stellen? Kann er hier sich qualifizieren? Ja, er ist auf jeden Fall kürzer. Mit 131 Meter, das ist Rang 14 im Moment. Aber im Moment reicht das schon tatsächlich von der Weite her. Das reicht tatsächlich schon. Weiter geht's, Philipp Raimund jetzt am Start. Ja, ist zumindest ein bisschen hochgekommen, aber die Weite ist jetzt auch nicht das Gelb von Mai. Er ist auf Rang 14. Auch er ist knapp, aber doch dabei. Daniel Schofenig darf jetzt ran. Wenn ihm der Absprung gelingt, ist er ja eigentlich schon fast garantiert, hier irgendwie eine Rolle zu spielen, dass er hier im ersten Durchgang sein darf. Und das ist auch heute der Fall. Auch er 131 Meter, gleiche Punktezahl wie Philipp Reimann, deswegen auf Rang 14. Clemens Aigner. Ja, starke Leistung auch von ihm letztens in Innsbruck.
Schauen wir mal, schauen wir mal. Hier auch nicht verkehrt. 136 Meter, Rang 6. Ja, läuft doch. Läuft doch. Dein Huber, ja, das ist im Moment wieder nicht da. Ich glaube, der hat sich doppelt verletzt oder ist jetzt extra trainieren gegangen wieder. Ich weiß es nicht. Irgendwie sowas soll ich. Es kann sein, dass ich es mitbekommen habe und dann wieder vergessen habe. Aber schreibt mir mal, was mit ihm ist, falls es offiziell bekannt ist. Weil dann habe ich auch nirgends gesehen im Moment. Vielleicht war es auch noch ein bisschen zu früh fürs Comeback, wer weiß. Nächster Springer, der zu runter darf, ist Stefan Leier. Kommt auf jeden Fall mal gut weg vom Hang. Es ist nicht der weltbewegende Sprung. Aber den braucht man hier jetzt auch nicht in der Qualifikation. Es ist nur für die Reihenfolge dann im Bewerb. Im Endeffekt, blöd gesagt. Manuel Fettner, der hatte Pech in Innsbruck leider. Der war auch in einer großartigen Position in der Gesamtwertung. Und dann, naja, nur 108 Meter und dann war er draußen. Schade, aber was willst du machen? Auch die jungen Österreicher haben sehr, sehr gute Leistung gezeigt in Innsbruck. Zumindest einer, und ich habe jetzt den Namen vergessen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen peinlich, aber was willst du machen? Aber den kannte man noch nicht. Ich glaube, der ist 17, 18 Jahre alt. Also auf kein Alter, nicht wirklich. Auch sehr, sehr starke Leistung, was der junge Mann gemacht hat. Der ist ja auch im Alpencup eigentlich, ist ja eingestiegen, ist dann, weil er so gut war, in den Conti Cup gekommen. Und dann war er im Conti Cup vorne und jetzt ist er im Weltcup im Mittelfeld gewesen. Also mal schauen, was er in Bischofshofen macht, aber das in Innsbruck war schon sehr, sehr solide von ihm. Rang 20 jetzt für Ada, ja, Fatih Ada Ipcioglu, auch er damit dabei. Jan Sirokovic ist der Nächste, der jetzt runter darf. Mal gucken, mal gucken. Ja, macht Sachen auf jeden Fall. Und ist dabei mit Rang 13, 133,5 Meter. Nächster Springer, Remo Imhoff für die Schweiz. Ja, der kommt auch ein bisschen weiter wieder mal. Und ist mit 134,5 Meter auf Rang 9 damit. Außer auch starke Leistung. Weiter geht's dann in Vasiljev jetzt für die Kasachen. Hier und da mal ein Lichtblick für die Kasachen, aber generell, sie haben auch Nachwuchs. Das muss man ihnen lassen, Nachwuchs haben sie. Aber irgendwie scheint da noch kein wirklich guter Springer durchzukommen, was ich schade finde. Vielleicht sollten die mal ein bisschen vom Ölgeld, was die Nation hat, ein bisschen in die Hand nehmen und mal ein paar erfahrenere Trainer einsetzen auch und vielleicht noch ein Skisprungzentrum bauen, eventuell. Außer Almaty und Schuschinsk. Gibt es da, glaube ich, nicht viel in Kasachstan, to be fair. Muss man halt sagen. 109 Meter nur für Peter Preutz. Ja, das ist das Aus für ihn heute. Definitiv. Damit rutscht Andrew Urlaub rein mit 129,5 Meter. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass sowas passieren wird. Dass man da mit einer niedrigen Weite noch reinrutschen kann. Aber wie gesagt, wenn man einen Sprung hier versaut, beziehungsweise den Absprung hier versaut, dann ist es schon vorbei. Dann macht es auch nicht aus, wenn man hier wie in Aoki Nakamura einfach mal zu früh abspringt. Ein 133 Meter ist noch immer ein solider Platz im Mittelfeld hier und heute. Muss man sagen. Marius Lindwig darf jetzt runter. Mal schauen, was er mit seiner Erfahrung hier alles anstellen kann. Mit seinem hellroten, also einem leuchtroten mehr oder weniger Anzug hier, den er bei uns bekommen hat. Rang 11. Stefan Kraft darf jetzt ran. Er ist schon jahrelang jetzt nicht mehr mit der gelben Wäsche unterwegs, sondern eher mit einer weißen meistens. Ich weiß nicht, wie es dieses Jahr ist. Oder die, welche er zuletzt dann hatte. Aber eigentlich ist sie ja nicht mehr gelb, aber trotzdem ist sie irgendwie bei mir immer gelb geblieben. Weiß auch nicht. Irgendwie sehe ich, glaube ich, nicht so gut die weißen Anzüge, sag ich mal so. Rang 18. Auf jeden Fall, er ist auch mal wieder dabei. Alex Insam darf jetzt ran. Wie geht's dem Italiener? Mal die Ausgangslage hier finden. Welche findet er für den Bewerb morgen? Er findet Rang 14 im Moment. Da ist er genau hinter seinem Teamkollegen. Ist doch mal eine gute, solide Leistung. Nächster Springer. Frederik Willemstad. Kommt auch gut runter. Kann man so machen. 133 Meter, Rang 21.
auch eine solide Qualifikation. Nächster Springer, Andreas Wellinger. Frage ist, gewinnt er in Innsbruck, gewinnt er die vier Schanzen zunächst, sage ich jetzt mal. Weil das sind fast keine Punkte zwischen ihm und Kobayashi. Beide, Kobayashi ist ein Bischofshofen-Experte, muss man auch sagen. Also Wellinger musste schon einiges noch leisten. Aber schauen wir mal. Schauen wir mal. Wenn der Wind ruhig ist, dann sollte es sehr, sehr spannend werden. Anze Landeschek jetzt. 131 Meter ist auf Rang 23. Ist es auch nicht das Gelbe vom Ei. Aber man muss sagen, in dem Sinne, dabei ist dabei. Francesco Ceccon. Was leistet er hier und heute? Mhm. Ja. Kann man machen. 128,5 Meter. Ist das vielleicht zu kurz sogar im Moment? Ist im Moment zu kurz. Aber auch nur knapp. Wird wahrscheinlich auch noch reichen, falls jemand abstürzt. Wir werden sehen. Domen Prioc jetzt. Also 128 Meter braucht man mindestens hier und heute. Aber das sollte dann doch machbar sein, sag ich jetzt mal. Es ist nicht die schwierigste Qualifikation, die man hat, solange man hier den Absprung gut hinter sich bringt. Gregor de Schwanden. Mhm. Auch er kommt solide weg. So eine solide Landung, 133 Meter. Rang 24 auch mit dabei. Karl Stoch jetzt. Was gelingt in Polen? Wir werden sehen. Ja, auch da rundherum, ja, Rang 26 für ihn. Ja, da haben wir ihn schon. Ryoyo Kobayashi ist jetzt hier dran, den habe ich orange gegeben. Dass man auch mal erkennt. Aber der kommt hier echt nicht gut weg. Und ist dann nur mit 122 Meter am Start. Das ist nur Rang 40. Ja, da fehlen ein paar Positionen auf jeden Fall. Wäre schon krass, falls er es schaffen sollte. Aber man bräuchte eigentlich noch drei Leute, die hier abstürzen. Dann würde es sich ausgehen. Aber Kobayashi, das war leider kein guter Sprung. Wahrscheinlich sehen wir ihn damit. Wir zumindest nicht. Können das in Innsbruck ein Bischofshofen morgen auch passieren? Ganz ehrlich, ja, könnte. Aber schauen wir mal, wie wahrscheinlich das ist, weil ich glaube nicht, selbst wenn er einen schrecklichen Sprung hat, glaube ich, kommt er noch immer in die Top 10, Top 15. Und dann müsste das auch Andreas Wellinger passieren und Top 10, Top 15 sollte eigentlich noch immer reichen, selbst wenn die einmal Windpech haben. Sage ich mal, für einen von den beiden ist es natürlich, wenn es nur einer hat, dann ist es natürlich Pech. Wenn es tatsächlich beide haben, glaube ich auch nicht, dass es noch wer außer Polen kann, muss ich ehrlich sagen. Schauen wir aber mal, weil, wie gesagt, Skispringen schreibt auch manchmal seine eigenen Geschichten. Und das könnte halt wiederum eine davon sein. Weiter geht's mit Jan Hörl jetzt. Nach ihm müssten noch 10 oben sein. Also jetzt Rang 40 hier einzufahren, ist genau das Richtige, aber er kommt ja gut weg. Und ist damit auf Rang 10 erstmal hier mit 134,5 Meter. Ist doch in Ordnung. Weiter geht's mit Alexander Schnieschol. Der hat zwar auch in die Top 10 rumgeistert, aber auch nicht wirklich gut und weit vorne ist, muss man sagen. Er war schon mal besser dieses Jahr, aber letztes Jahr sowieso. Da war er nämlich Gesamtweltcup Dritter. Aber trotzdem wieder stark, dass er überhaupt da vorne ist. Ist ja auch nie gesagt bei uns im DSJ4 Weltcup Universum des Hubex, sage ich jetzt mal dazu, ne? Wer weiß, wer weiß. Rang 10 für Wladimir Zagrawski. Jetzt erstmal hier an dieser Stelle. Robin Pedersen darf jetzt ran. Oh, der hat auch Absprungsschwierigkeiten. Der kann sich da jetzt dazu zählen. Rang 47 nur für Robin Pedersen. Das ist jetzt nichts. Der ist auf jeden Fall weg, würde ich sagen. Ja, jetzt haben wir noch einen mit einer validen Weite, sage ich jetzt, der noch hinten da ist. Mit 128,5 Meter. Und dann ist da mehr oder weniger eine 7 Meter Abstand dazwischen. Aber schauen wir mal. Jefjan Maruschiak jetzt. Der war auch nicht das Gelb vom Ei, aber 130,5 Meter reichen halt im Moment heute. Da ist er auch dabei.
Johann, André Vorfang. Rückenwind wieder ein bisschen. Absprung hat er geschafft, der Rest muss ihm eigentlich egal sein. Denn mehr als 132 Meter waren wahrscheinlich bei den Bedingungen auch nicht wirklich drinnen. Naja, wahrscheinlich schon ein paar Meter mehr, aber mit diesem Sprung waren auf jeden Fall nicht mehr drinnen. Da hat er bei einem Aufwind auf jeden Fall ein paar Meter mehr rausgeholt. So wie zum Beispiel jetzt Christopher Eriksen Sundal hat. Der bis jetzt mit seiner niedrigsten Nummer des Weltcup-Winters hier auftritt. Und erstmal einen super Sprung raushaut. 138,5 Meter. Das ist die Top-Weite und Rang 2. Also bei dem geht es dann doch manchmal doch wieder sehr weit. Vielleicht hat er jetzt wieder ein bisschen Blut geleckt, da jetzt doch die Leute ihn wieder eingeholt haben. Wir werden sehen, Shiga Jela jetzt. Aber es ist nicht der erste Fall von Grace quasi, den wir haben. In der DSJ4 Weltcup-Geschichte unseres Channels hier. So viel ist mal sicher. Piotr Schiller jetzt. Nicht mehr viele, das wäre ja auch wieder ein Ding, wenn er vorne wäre. Schiller, ich glaube, Tande ist, glaube ich, der erfolgreichste Springer, sowieso, Einzelspringer, den wir sowieso haben. Und der führt ja auch dieses Jahr wieder. Auch Schiller war schon mal am Gesamtweltcups-Podium. Also auch das war schon mal der Fall. Aber schauen wir mal, was hier noch so passiert. Weiter geht es mit Etu Nusseinen. Ja, das war gut. 136 Meter. Rang 10 für Etu Nusseinen. Ja, und zu guter Letzt kommt unser Gesamtweltcup-Führender Daniel André Tande. Was kann er ja unter Beweis stellen hier? Na, der geht auf Nummer sicher, springt ein bisschen früher ab. Vielleicht hat er sich schon die Aufnahmen angesehen und belegt hier nur Rang 46 mit 130 Meter. Macht aber auch nichts, denn so kommt er auch zum Schluss dran. Im Endeffekt, also wieder ähnliche Mindset-Bedingungen für ihn hier jetzt. Ja gut, bis inklusive Kaspar Rivalto sind die Leute dabei. Da hat jetzt tatsächlich Deckardin mit dem mit noch einem vernünftigen Sprung Pech. Und alle, die halt den Absprung verpasst haben, sind halt dahinter. Kann man sagen, was es will. Ist leider so, da sind halt Robin Pedersen und Ryo Kobayashi jetzt die prominentesten Namen, neben Peter Priots vielleicht noch. Ja. Gut, das kann passieren. Wir sehen uns dann aber nächstes Mal wieder. Wenn ihr schon wisst, wer die Vierschanzentournee gewonnen hat. Und ich noch nicht. Also gut. Schauen wir mal, wie nah wir an das Springen rankommen. Wir werden sehen. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und springt schon brav weiter.